Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen mal wieder zurück zu Vampire's Dawn. Ich habe ihn endlich gefunden, diesen widerlichen Sandwurm. Ich bin hier eine Ewigkeit rumgelaufen, wir sind alle inzwischen auf Level 33. Ich habe vorher ein bisschen meine Minen abgegrast und habe dort mal ein paar Seelensteine verprasst, um mal neue Arbeiter hinzustellen. Asgars Mine ist voll an Arbeitern, in Uruya habe ich glaube ich jetzt 2 oder 3 Arbeiter mehr. Und ja, jetzt machen wir erstmal das Vieh hier fertig. Was für ein riesiges Vieh. Ja, und vor allem wie widerlich. Gleich mit Sicherheit nicht mehr. Genau. Und Asuka, du bist ziemlich tot. Das ist nicht schön. Deswegen ist das Erste, was ich tun werde, dich heilen. Gönn dir ordentlich. Du, mein Lieber, machst mal deinen eisigen Meteorit. Du, hast du irgendwas Eisiges? Sieht nicht danach aus, aber der Giftregen ist doch garantiert eine feine Sache. Ein HP, ich glaub's nicht. Jawoll, der haut ordentlich rein. Na, hast du nicht noch irgendwas Eisiges? Ich glaub nicht, ne? Schädigt alle Gegner. Erhöht Abwehr. Achso, ja, das ist ja nicht das hier. Das könnte ich machen. Nein, ich will das gar nicht machen. Das könnte ich machen, habe ich gesagt. Ich will es nicht machen. Schattenstrahl. Ist natürlich garantiert eine feine Sache. Düstere. Ja. Greller Blitz. Lichtkugel. Was habe ich denn noch hier so? Eisball hätte ich noch, aber. Das war ja in der ersten Zauber. Ich glaube nicht, dass der so gut wirkt. Ich mach mal einen Schattenstrahl. Du machst mal den verseuchten Eisregen, würde ich sagen. Der ist ja schon ein bisschen stärker. Und Elaine, du hast keine gute Fähigkeit, würde ich sagen. Aber du kannst mal Blut saugen. Sehr gut. 71, das bringt was. Jawoll. Jawoll, ja, das bringt doch mal was hier. Ich weiß gar nicht, kannst du auch nochmal Blut saugen? Ich würde es mal versuchen, was ist hier eigentlich? Shade und verflut alle Gegner. Ach, mach nochmal Blut saugen, das bringt vielleicht was, ich weiß es ja nicht genau. Und du... Ja, du kannst eigentlich nichts. Haben wir noch ein bisschen Eisstaub? Fragezeichen. Haben wir da inzwischen was Neues? Ich fürchte nein. Aber du kannst ja sonst mal dem lieben Asuka etwas Blut geben. Was hältst du davon? Gib ihm mal was, der braucht was. Bam. Autsch. Na, kann ich nochmal trinken? Nein, schade. Ich hab's irgendwie befürchtet. Schattenstrahl! Ich meine, der hat eigentlich auch schon reingehauen, ne? Von daher, ich glaube, das reicht sogar. Und du, ja, haust einfach noch rein. Hör auf, dich zu heilen, du Arsch! Noch eine Todeswolke. Chance auf Tod ist es ja schließlich. Habe ich nicht hier auch irgendwie sowas von wegen. Guck mal. Das ist doch eine schöne Sache. Hättest du nicht vorher zaubern können, Asuka? Stirb. Hör auf, dich zu heilen. Komm schon. Tötet ihn. Bitte. Igitt. Alter, was hat der denn jetzt gemacht? Alter. Du widerlicher Scheißwurm. Ja, hörst du auch mal auf anzugreifen. Oh, fuck, 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 fuck.
Okay, Asuka ist der Einzige, der was machen kann. Du, als allererstes musst du dich heilen. Das ist ganz wichtig, okay? Für ein Glück. Oh Mann, oh. Igitt, wie soll ich denn jetzt... Alter, hör auf! Alter! Alter! Okay, ich glaube, ich kann den Wurm noch gar nicht besiegen. Kann das sein? Och Leute, es macht doch echt keinen Spaß, dieser Kampf. Asuka fällt eine Starre. Yay! Der macht mich hier eiskalt fertig. Also ich kann ja nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich möchte dran sein. Hallo. Oh, das ist doch voll unfair. Das ist einfach nur unfair, der mit seinem Scheiß... Ja. Kacke. Jetzt kann ich alles mit meinen Minen nochmal machen. Und ich war so froh, den Scheißwurm gefunden zu haben, ey. Oh, das ist echt... Och, nö. Das ist doof. Das finde ich jetzt scheiße. Aber ich werde jetzt nicht sofort hier das Ganze beenden, sondern ich habe was anderes, was ich euch zeigen kann zumindest. Das werde ich jetzt nämlich auch tun. Ja genau, hier will ich noch nicht rein. Nee. Scheiß Baum. Schade, dass wir dem Sandwurm noch nicht gewachsen sind. Mann, ich war so froh, den Arsch gefunden zu haben. Und jetzt die Scheiße, das ist doch echt zum Kotzen. Wohin wollte ich jetzt? Fragezeichen. Ich muss überlegen. Wie viel habe ich jetzt eigentlich hier insgesamt an Seelen nochmal? Normale Seelen, genau. Ich kann gleich wieder erstmal ein paar Seelensteine herstellen. Ich glaube, ich hole mir nochmal vorher ein paar, weil sonst ist Schluss zurückzukehren, bringt jetzt reichlich wenig eigentlich. Genau, ich wollte doch nach Herlis. Zeig mir doch mal, wo das herrliche Herlis ist. Weltkarte. Thank you. Herlis ist da, ganz genau. Alles klar, thank you, das wollte ich nur wissen. Dann flieg mal, mein lieber Walnar. Aber ich reg mich ja echt gerade richtig auf mit diesem scheiß Sandwurm, dass er mich einfach mal so eiskalt gekillt hat. Also Sandwurm ist wahrscheinlich was ich am Schluss machen werde, wirklich. Die Gegner allgemein sind da auch ziemlich stark gewesen, wirklich nach wie vor. Das kann man nicht anders sagen. Auf die Schiffe traue ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig. Wo war jetzt Herlis? Hier, du bist Herlis, ne? Genau, du bist Herlis. Das finde ich herrlich, dass du Herlis bist. Genau. Hier ist nämlich jetzt endlich diese Hütte von dem Bruder, von der, den wir zu Ette schicken sollten. Und ja. Guten Tag. Hey, was wollt ihr denn hier? Hast du eine Schwester in Herlis? Ja, wieso? Ist dir doch... Ihr ist doch nichts passiert. Nein, aber ich soll dich von ihr fragen, ob du ihr nicht helfen könntest. Helfen? Wobei denn? Sie meinte irgendwas von Hausarbeit. Hausarbeit? Das ist ja mal wieder typisch für sie. Zu faul, mal selber was zu machen. Hallo? Die hat viel zu tun, die arme Frau. Die hat nichts und überhaupt... Ich meine, okay, das auch nichts, aber trotzdem... Hilf ihr doch mal, ey. Du bist ihr Bruder. Aber was soll's. Danke, dass ihr mich geholt habt. Ja, bitte. Klar. Ich werde mal zu ihr gehen. Ach, erst einfach nur meckern, aber jetzt doch hingehen. Naja, 250 Erfahrungspunkte. Dankeschön. Kann ich ins Bett gehen? Nein. Hier ist auch nix. Hier im Schrank was? Speicherstein! Das ist nice. Ich bin im Tisch. Oder es sind zwei Tische. Ich weiß es nicht genau. Ist hier noch irgendwas eigentlich? Was ist das hier? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nochmal rein. Schade. Och, Leute. Na gut, machen wir uns mal eben kalt. Seelen sammeln muss ich ja sowieso und leveln. Von daher, kommt mal her. Also, die haben mir echt gar nichts mehr entgegenzusetzen, wenn ich bedenke, welche Angst ich vor denen am Anfang hatte, weil die so stark waren. Und jetzt? Idiot. Ja, jetzt habe ich die Quest erfüllt, praktisch deswegen... Ja, bevor ich die Stadt erreiche... Riesenameise? What the fuck?
Die Gegner hatte ich bisher selber noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Egal. Sterbt! Sterbt, ihr Riesenameisen. Oh, da gibt's so ein Horrorhörspiel von H.G. Francis. Angriff der Horrorameisen. Sehr zu empfehlen für die, die Horror mögen. Ich fand sie damals ziemlich unheimlich und finde ich eigentlich immer noch. Frage ist, wo hat diese arme Frau gewohnt? Obwohl, jetzt weiß ich wieder. Bei den Krähen. Ne, wir haben hier ihren Kamin schließlich angezündet. Genau. Sehr schön, dass ich das noch wusste. Hallo. Ich danke euch vielmals. Jetzt kann ich mich endlich ausruhen, während mein Bruder fleißig sauber macht. Hihi. Bist du also doch einfach nur zu faul gewesen, Mädel? Das habe ich gehört. Hi. War keine gute Idee, hierher zu kommen. Wieso denn? Wieso? Weil ich jetzt den ganzen Tag putzen darf, deswegen. Oh, komm mal her. Es ist doch zu hell. Fuck. Schade. Naja, aber wenigstens haben wir diese Quest erfüllt. Ich kann mal eben nachschauen. Ins Menü. Habe ich dadurch jetzt irgendwie mehr Menschlichkeit gekriegt oder so? Das will ich ja doch mal eben ganz kurz herausfinden. Status. Bla 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 bla. Genau, ich kann noch 5 Arbeiter erschaffen in Asgars Mine. Ne, immer noch -3 Menschlichkeit. Fuck. Nein, ich wollte nicht. Oh! Nein! 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 So. Aber naja, gut. Haben wir das wenigstens schon mal geklärt soweit, ne? Ich werde also noch fleißig ein paar Seelen sammeln und die hinterher dann alle zu Seelenstein umformen Dingens. Und, ja. Echt, dass ich diesen Wurm nicht besiegen konnte, das wurmt mich. Nee, es wurmt mich tatsächlich, dass ich diesen scheiß Wurm nicht besiegen konnte. Das ist schon ziemlich scheiße. Aber naja, soll nicht eure Sorge sein, eines Tages werden wir ihn noch klein kriegen, wenn ich ihn dann wiedergefunden habe, versteht sich. Weil das war ja jetzt schon ein Kunststück, ihn zu finden, aber naja, okay, komm, passt schon, was soll's. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, ihr Lieben. Hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung und einen Kommentar oder halt von mir aus auch nicht. Und wir sehen uns dann hoffentlich alle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.